Der EcoWin-Bundesverband Ökologischer Weinbau wurde 1985 als größter Zusammenschluss ökologisch arbeitender Weingüter in Deutschland gegründet. Seit 2010 hat EcoWin eine Kooperation mit Demeter. Rund 217 Mitgliedsbetriebe bewirtschaften derzeit 2705 Hektar Rebfläche in 11 deutschen Anbaugebieten. Weine der Lizenznehmer des EcoWin-Siegels erkennt man an dem hier abgebildeten Siegel auf der Flasche. Heutzutage prägt der Bundesverband europaweit den ökologischen Weinanbau. Hauptsächlich ist er jedoch auf die Aus- und Weiterbildung von deutschen Winzern und deren Umstellung von konventionellen zu ökologischen Weingütern konzentriert. Seit 1996 wird der vereinsinterne Wettbewerb EcoWinner veranstaltet, welcher qualitativ hochwertige Bioweine auszeichnet. EcoWin veranstaltet deutschlandweit Informationsveranstaltungen an Schulen, Verkostungen für Weinkenner sowie auch Fortbildungsangebote für Winzer. Sie haben zudem eine Werbepräsenz auf allen Weinmessen und sind vereinzelt auch auf kleineren oder regionalen Landwirtschaftsmessen anzutreffen. EcoWin betreibt deutschlandweit Lobbyarbeit für den ökologischen Weinbau und unterstützt maßgeblich und aktiv die Forschung im Bereich des Pflanzenschutzes und der Rebsortenzüchtung. Der Wein, welcher mit dem EcoWin-Siegel betitelt ist, stammt von einem der 217 zertifizierten Weingüter in Deutschland oder Polen. Wein wird generell hergestellt, indem man Trauben erntet, diese zu Maische oder Must verarbeitet, dann zur Gärung ansetzt und letztendlich beschönigt und abfüllt. Normalerweise wird der Wein zweimal mit Schwefel angereichert während dieses Produktionsprozesses, um Bakterien und Pilzen vorzubeugen, jedoch auch um den Säuregehalt des Saftes zu vermindern. Bei EcoWin ist dies verboten. Die Betriebe müssen zudem alle anfallenden Rückstände aus der Produktion so aufarbeiten, dass sie umweltunbedenklich sind. Auch ist die Beschönigung des Weins durch den Verbot vieler Zusatzpräparate für EcoWin-Winzer erschwert. Während der Weingärung müssen die Keller der Winzer äußerst sauber gehalten werden. Gerne wird hier Chlor zum bequemen Putzen genutzt. Bei EcoWin haben die Betriebe mit Dampf oder Kernseife und Wasser zu reinigen, um den Verbrauch von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln zu reduzieren. Letztendlich wird der Wein abgefüllt und verpackt. Bei der Verpackung des Öko-Weins werden Naturkorken empfohlen, jedoch sind Plastikkapseln zum Verschluss nicht verboten. Styroporverpackungen und PVC-Klebebänder hingegen schon. Nun wird der Wein entweder direkt auf dem Weingut lokal im Betrieb verkauft, von speziellen Weinhändlern oder direkt im Supermarkt vertrieben. Das Siegel EcoWin unterstützt eine nachhaltige Entwicklung und setzt dabei auch stark auf den Naturschutz. Alle EcoWin-Winzer haben sich mit ihrer Mitgliedschaft den strengen und ständig aktualisierten Verbandsrichtlinien und damit einem konsequenten Naturschutz verpflichtet. Insgesamt bilden 9 konkrete Prinzipien die Grundlage des EcoWin-Leitbildes. Das ökologische Gleichgewicht, das Vorsorgeprinzip, die Biodiversität, der Ressourcenschutz, der Klimaschutz, die Gentechnikfreiheit, der ökonomische Erfolg, die Sozialverträglichkeit und die ökologische Weinkultur. Konkret verpflichten sich Winzer, deren Weine das EcoWin-Biosiegel tragen, die bestehende Biotopvielfalt zu erhalten und den aktiven Artenschutz von Tieren und Pflanzen zu unterstützen. Bei Düngung und Pflanzenschutz werden chemisch-synthetische Mittel prinzipiell vermieden. Als Alternative greifen EcoWin-Weingüter auf Kompost und Grünsorten als natürliches Düngemittel zurück. Neben den klimafreundlichen Produktionsprozessen wird auch auf den sozialen Aspekt geachtet. Und sozialverträgliche Arbeitsbedingungen gehören zu den Kernprinzipien von EcoWin. Gegenüber herkömmlichen Weinen bewegen sich EcoWin-Weine zunächst in einem vergleichbaren Qualitäts- und Preissegment. Wohl aber heben sie sich durch eine schonende und ökologisch ausgerichtete Produktionsweise sowie eine erhöhte Arbeitsleistung bei gleichzeitig niedrigem Ertrag aus. Wie bei jedem Qualitätsprodukt haben somit auch die EcoWin-Weine im Vergleich zum eingebrachten Mehraufwand einen angemessenen Preis. Um sicherzustellen, dass die Betriebe, welche das EcoWin-Siegel nutzen, der EcoWin-Richtlinie nachkommen, sind diese zu einer alljährlichen Kontrolle durch eine staatlich anerkannte Kontrollstelle verpflichtet. Den Kontrolleuren ist dabei, vollständige Transparenz gegenüberzubringen. Sie kontrollieren anhand der EcoWin-Richtlinie und der EU-Verordnung EG Nummer 834/2007 in Verbindung mit den Durchführungsbestimmungen EG Nummer 889/2008. Diese Verordnungen beschreiben letztendlich die allgemeine EU-Öko-Verordnung und die EcoWin-Richtlinie verschärft diese noch einmal. Die Kriterien der EcoWin-Richtlinie, nach denen das Siegel vergeben wird, sind öffentlich einsehbar, nachprüfbar, eindeutig und haben klaren Bezug zum Weinbau. Jedoch achte ich es nicht für sinnvoll, hier weiter auf diese einzugehen, da sie sehr speziell auf den Weinbau gerichtet sind, auf Bodenforschung und sie verschärfen bloß die EU-Öko-Verordnung.
Wenn bei einem Winzer Verstöße gegen die Richtlinien festgestellt werden, fordert der Bundesverband eine Nachbesserung innerhalb einer überschaubaren, angemessenen Frist. Es gibt jedoch auch Sanktionen, die bis zum Entzug des Siegels hinreichen. Die Chancen des Siegels bestehen darin, dass vor allem auf den Naturschutz und die Biodiversität geachtet wird. So spielt der ökologische Aspekt eine sehr wichtige Rolle. Aber auch auf soziale Aspekte wie gute Arbeitsbedingungen wird geachtet. Bei dem Siegel gibt es klare und strikte Richtlinien, die den Winzern unterliegen und eingehalten werden müssen, wobei es auch strenge Kontrollen gibt. Davon können eben auch andere Siegel etwas lernen, denn es ist eben nicht nur wichtig, strikte Richtlinien zu haben, sondern diese auch gewissenhaft und sorgfältig zu überprüfen und zu kontrollieren. Außerdem sorgt der Verband des Siegels dafür, dass immer wieder Fortbildungen veranstaltet werden, sodass die Winzer immer weitergebildet werden und auch neue Winzer Interesse bekommen könnten und ihre Betriebe auch umstellen wollen. Zu der Kritik des Siegels fällt jedoch die noch nicht ganz ausgereifte Regelung der Übergangszeit von konventionellem Weinanbau zu ökologischem Weinanbau. So können Winzer ihre Weine während dieser Zeit schon mit dem Siegel verkaufen, obwohl sie die ökologischen Aspekte eventuell noch gar nicht alle erfüllen. Insgesamt ist es aber so, dass das EcoWin-Siegel viele und auch große Chancen bietet und eben allgemein wenig Schwächen aufweist.